Ja, vielen Dank für die Einladung und die einleitenden Worte. Ich muss kurz korrigieren. Wir haben uns eben in den 2 Minuten vor dem Vortrag erst abgestimmt. Wir sind keine Archicad-Nutzer, aber ich habe als kleiner Junge immer von Archicad geträumt, weswegen wir auch im Jahr 1984 anfangen. 84, ich habe mal geguckt, was 84 alles passiert ist. Die Älteren werden sich erinnern. Damals war ein Schauspieler amerikanischer Präsident. Das fanden wir alle etwas befremdlich. Ja, und aus heutiger Sicht war das eher ein Segen, weil der hat zumindest die Profis machen lassen, ja, und nicht einen nach dem anderen rausgeworfen. Insofern ist das zwar lange her, ja, aber vielleicht wird sich der eine oder andere doch noch erinnern können. Was 84 noch passiert ist, ja, im Zusammenhang mit der heutigen Veranstaltung vielleicht von Interesse, ist Archicad 1.0 wurde gelauncht. Ich bin zum Glück noch nicht so alt, ja, dass das zu dem Zeitpunkt schon für mich von Interesse gewesen wäre. Aber ich war so, ja, auf dem Weg zur Oberstufe und habe dann so Ende der 80er angefangen, auch privat und in der Schule mit Macintosh zu arbeiten. Und habe mich im Großen und Ganzen dann für alles interessiert, was in dem Zusammenhang auch auf Betriebssystemebene passiert ist. Und fand es jetzt nur spannend als Anknüpfungspunkt für heute, ja, weil ich sage, BIM ist keine neue Technik. Ja. BIM ist vielleicht 1984 nicht als BIM auf die Welt gekommen, sondern wurde irgendwann mal umbenannt. Aber das Arbeiten mit digitalen Gebäuden im modernen Bereich der Objektplanung ist schon ein bisschen älter, ja, und ich verwehre mich letztlich auch dagegen, in Diskussionen dann immer zu hören, das ist ja alles ganz neu, das wissen wir noch nicht, das ist noch nicht erprobt, ja, wir können nicht umsteigen, weil. Das heißt, vor 34 Jahren ging das Ganze los, ja, wenn einer eine Software kennt, die noch älter ist, ja, dann wäre ich dankbar für den Hinweis, dann kann ich zukünftig anders einleiten. Als Büro haben wir nochmal 20 Jahre mehr Erfahrung, sind sozusagen das Gegenteil von einem Start-up, aber auch der festen Überzeugung, ja, dass wir uns an sich verändernde Randbedingungen und auch sich verändernde und verbessernde Werkzeuge natürlich auch anpassen müssen. Ja? Also, dass alles schnelllebig geworden ist, damit möchte ich hier nicht langweilen, aber ich glaube, wenn man die nächsten 10 Jahre verschläft, ohne sich anzupassen, ja, dann kann man sich überlegen, was man dann ab dem Jahr 11 zukünftig macht und wie man seine Brötchen verdient. Zum Büro ist noch wichtig, wir sitzen in Frankfurt und in Shanghai, sind ungefähr 200 Leute, ja, was uns in die eigenartige Situation versetzt, ja, dass wir aus Sicht, ich möchte jetzt nicht sagen der Politik, weil das Ganze wird ja auch aufgezeichnet, aber aus Berlin betrachtet, ja, sind wir einerseits Mittelständler. Ja, Mittelständler werden gefördert. Und es gibt auch so eine Art Schutzhaube über den Mittelstand in Deutschland. Das steht sogar im Koalitionsvertrag. Aber gleichzeitig sind wir auch ein großes Büro. Ja, und die kleinen Büros werden eben auch in Deutschland auch nochmal ganz separat und speziell betrachtet. Und das gibt es woanders einfach nicht. Das ist ein deutscher Sonderweg, das muss man wissen. Das heißt, wir mit unseren 200 Leuten sind Mittelständler, werden aber nicht geschützt, werden auch nicht irgendwie unterstützt. Ja, wir kriegen keine Prämie für jede BIM-Lizenz, die wir kaufen. Stattdessen werden irgendwie 3.000 oder 4.000 € pro Elektroauto gefördert. Also vielleicht sollte man darüber nachdenken, ja, dass jeder, der auf eine BIM-Software umsteigt, eine Förderung kriegt, ja, weil das wären Investitionen in die Zukunft. Wir fertigen unsere Modelle nicht in Shanghai. Wir haben darüber nachgedacht. Shanghai hat eher den Schwerpunkt der Stadtplanung. Aber es ist natürlich vor dem Hintergrund des Ressourcenmangels, den wir gerade in Deutschland haben, und der ist zumindest für mich an allen Ecken und Enden, sowohl in der Planung als auch in der Ausführung der Objektüberwachung spürbar, schon eine Option zu sagen, wir lagern einfachere, klar zu beschreibende Tätigkeiten mit einer entsprechenden Qualitätskontrolle, die nachgelagert ist, aus in vornehmlich Länder, die von uns aus gesehen im Osten liegen. Das passiert auch schon mit Fachmodellen, die wir zu den Gesamtmodellen integrieren. Da wird teilweise in Indien gefertigt.
Das ist durchaus ein Trend, mit dem muss man sich ernsthaft auseinandersetzen, weil ich der Meinung bin, dass das, was in Deutschland ansteht, in den nächsten Jahren mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht seriös abgewickelt werden kann. Und erst recht nicht mit den Methoden, die wir einsetzen. Das heißt, daraus resultiert auch der Druck, in effiziente und zeitgemäße Werkzeuge zu investieren und die Mitarbeiter auch darauf entsprechend weiter zu qualifizieren. Wie viele Projekte wir schon gemacht haben, ist irrelevant in dem Zusammenhang. Es waren einige. Was wichtig ist, es waren einige und zwar querbeet in allen Maßstäben. Ja? Das heißt also, bei uns im Büro arbeiten Architekten neben Verkehrsplanern, neben Freianlagenplanern und aus der Tradition heraus auch neben Stadt- und Raumplanern. Das heißt, wir bedienen alle Maßstäbe und wir sind es gewohnt, interdisziplinär zu arbeiten und zu denken. Bei uns ist keiner im Büro, der glaubt, er kann die Welt alleine retten. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Einstellung, zumindest größere Projekte abzuwickeln. Wie es bei ganz kleinen Projekten ist, kann ich nur schwer beurteilen. Ich sehe das Ganze immer aus Sicht des Architekten, der in einem Büro in der Größenordnung 200 Mitarbeiter unterwegs ist. Ja, eine andere Sicht kann ich nicht bieten, aber die kann ich Ihnen, glaube ich, qualifiziert bieten. Das heißt, das Thema wurde schon erwähnt. Ich habe mir auch extra was Schwarzes angezogen, damit unzweifelhaft klar ist, was ich von Beruf bin. Auf der Frühjahrstagung der Projektsteuer am Freitag in Frankfurt würde ich eher in Blau vortragen, um ernst genommen zu werden. Hier ist, glaube ich, Schwarz eher angesagt. Ich muss nicht wiederholen, ja, ist ja ganz praktisch, dass da ein Monitor steht. Aus meiner Sicht ist BIM die Chance, den Architekten wieder in den Mittelpunkt der Planung zu rücken. Und das ist kein Risiko, sondern es ist eine Chance. Damit sind natürlich auch Risiken verbunden, mit denen muss man umgehen. Aber diese Chance sollten wir ergreifen. Ich habe vor 2 Tagen Organigramm für eine Ausschreibung auf dem Tisch gehabt. Da ist der in Anführungsstrichen früher Architekt genannte Planer als Fachplaner Bauwerk in einer Reihe mit den Sonderfachleuten und mit den Fachingenieuren. Das finde ich falsch. Ja? Und das würde ich gerne ändern. Für unser Büro kann ich das ändern. Das sollte sich aber flächendeckend ändern, ja, damit wir als Berufsstand einfach auch wieder mehr Gewicht bekommen und auch ernster genommen werden in der Diskussion. Ich bin der Meinung, dass ein Architekt der zentrale Ansprechpartner für den Bauern ist, was den Stand der Planung betrifft und auch den Stand der Gesamtplanung. Und es ist falsch, wenn derjenige, der auch beispielsweise die TGA in den anrechenbaren Kosten hat, sagt zum Bauherrn, frag den Lüftungsingenieur oder den Fachplaner Elektro, wie der Stand ist, damit habe ich nichts zu tun. Das ist zu kurz gesprungen. Wir müssen koordinieren, wir müssen integrieren und das können wir mit BIM viel, viel qualifizierter tun als ohne. Und wenn wir einen schwierigen Bauern haben, können wir das auch viel qualifizierter nachweisen, dass wir das getan haben. Ja, das heißt also, aus meiner Sicht ist es eine Chance für die Architekten und zumindest in meiner Wahrnehmung wird diese Chance nicht mit dem Nachdruck ergriffen, den es bräuchte, ja, um aus dieser Ecke wieder rauszukommen. Es will Ihnen auch keiner, wobei hier wahrscheinlich die falschen Adressaten sitzen, es will auch keiner das physische Arbeitsmodell wegnehmen. Es ist nicht ein entweder BIM oder ein Arbeitsmodell, sondern das eine ergänzt das andere. Und zwar immer wieder im Einzelfall entscheidend, mit welchem Schwerpunkt. Ja. Das heißt, die erste Grundthese ist ja, BIM bietet den Architekten die Chance, wieder in den Mittelpunkt der Planung zu rücken. Es gibt 2 neue Rollen bei dem ganzen Spiel, die ich sehe. Das ist der Koordinator. Der Koordinator hat im Wesentlichen eine Planungstätigkeit. Der muss dafür sorgen, ja, dass mit den Beteiligten ein in sich stimmiges und ausführungsreifes Gesamtwerk geplant wird. Das bezieht alle Disziplinen mit ein. Und das ist eine Planungstätigkeit. Ich glaube nicht, dass diese Tätigkeit von einem Projektsteuerer ausgeübt werden kann, ja, der keine Planungserfahrung hat, sondern das ist eine Rolle, für die sind die Architekten auch prädestiniert. Die 2. Rolle, die es gibt, ist die des BIM-Managers.
Das ist eher aus meiner Sicht eine administrative Aufgabe, auch mit möglicherweise sogar mit Vorlauf zur Planung, mit gemeinsam mit den Bauern entwickeln, was sind seine BIM-Ziele. Ja, das ist durchaus eine Sache, die könnte ein qualifizierter Objektplaner abdecken. Die kann aber auch jemand, der keine eigene Planungserfahrung hat, abdecken und diese Rolle vielleicht auch weiterspielen. Ja. Das heißt, aus meiner Sicht ist BIM das ideale Werkzeug für einen Generalplaner. Und wenn man überlegt, welche Haftungsrisiken mit einer Generalplanung verbunden sind, ja, dann möchte ich doch das bestmögliche Werkzeug einsetzen, um meine Risiken zu minimieren. Okay, ganz kurz, wie es dazu kam. Ja, ich habe in den 90ern studiert, habe 5 Jahre lang exzessiv mit Nemetschek gearbeitet, weil aus einem ganz banalen Grund die 2-Jahres-Lizenz für Studenten 400 Mark gekostet hat, eine Archicad hätte 1100 gekostet. Das hat dazu geführt, dass ich mir ein Pentium damals mit 90 MHz anschaffen musste. Das war für mich ganz schwierig, ja, weil der Mac stand daneben und eigentlich hätte ich lieber mit Mac gearbeitet, aber egal. Ja, also das Opfer war es wert. 1998 habe ich bei Speer angefangen, weil ich gut CAD konnte, ja, und bin in der AutoCAD-Welt relativ hart aufgeschlagen. Was man AutoCAD aber ja, dafür halten muss, ist, AutoCAD ist auch ein 3D-Programm. Ich habe auch im AutoCAD modelliert, ja, was aber damit einherging, war, dass das AutoCAD, was vornehmlich 2D eingesetzt wurde, auch seine 3D-Tücken hatte. Ja? Wenn Linien nicht koplanar waren, ja, dann hat man das immer beim Schnittpunktfang gemerkt. Und das heißt also, ein Werkzeug, was aus meiner Sicht primär 2D genutzt wurde, hatte trotzdem seine 3D-Tücken. Das fand ich einigermaßen amüsant damals. Ich hatte aber weder die Position noch den Ehrgeiz, ein Büro wie ASUM P. Damals hatten wir einen Aufsatz, ARCAD Graph Bitmap, also auf eine objektbasierte Arbeitsweise umzustellen. Das war nicht mein Ansatz. Ich wollte erstmal lernen, wie man plant und wie man baut. Wir haben ab 2000 dann versucht, die CAD-Daten, also die AutoCAD-Daten zu verknüpfen mit über Access, mit Excel ging das dann, ja, bei allen Listen, die wir erzeugen mussten. Das sind primär die Flächenlisten, aber auch die Türen. Und fürs Ausland macht man immer so Oberflächenlisten, also Finishes, ja. Haben wir abgeleitet und verknüpft mit den CAD-Daten. Ja, das heißt also, das ist auch eine Art von BIM. BIM ist nicht unbedingt 3D. BIM ist heutzutage aufgrund der Hardware, die wir haben und aufgrund der sonstigen Werkzeuge, die wir haben, sinnvollerweise 3D, weil das Gesamtwerk, was wir zu erbringen haben, ein dreidimensionales Problem löst. Ja. Letztendlich geht es um die Verknüpfung von geometrischen Daten mit alphanumerischen Daten und das kann man auch zweidimensional machen. Gut, 2011 haben wir beim Neubau der Europäischen Zentralbank sind wir eingestiegen, was die baubegleitende Planung betrifft. Ich selbst war ab 2007 schon bei dem Projekt dabei in ganz anderen Funktionen. Und haben in dem Zuge diverse Datenbanklösungen entwickelt für Türen in der Planung, für Türen in der Ausführungsphase und Inbetriebnahmephase, sowohl Offline- als auch Online-Funktionalität und Brandfallmatrix. Das haben wir gemacht, weil es uns interessiert hat und weil es sonst auch keinen gab, der es hätte tun können aufgrund der Insolvenz des Fachplaners. Das hat sehr, sehr gute Einblicke gegeben, hauptsächlich auch in die Schwachstromgewerke. Also ich als Rheinländer habe vor relativ wenig Angst, aber vor den Schwachstromgewerken habe ich Angst, weil es nämlich befremdlich ist, dass Gebäude, die fertig sind, die ein hohes Maß an Anlagen, technischen Brandschutz beinhalten, nicht in Betrieb gehen können, weil die Gebäudeautomation oder die Brandmeldeanlage nicht funktioniert. Das ist ein echtes Debakel. Ja? Und das ist eine der wesentlichen Aufgaben für die nächsten Jahre, dass wir die Modelle verknüpfen, mit den Schwachstromgewerken. Das ist aus meiner Sicht bisher überhaupt noch nicht abgedeckt und beinhaltet ein wesentliches Risiko, was erst kurz vor der Eröffnung zutage tritt, wenn man es nicht vorher simuliert. Wie auch immer, ja, also rechte Seite ASUM P, wir haben Pilotprojekte installiert, nachdem wir uns vorher parallel zum EZB-Projekt mit einer entsprechenden Vorbereitungs- und Research-Phase dann beschäftigt haben, sind auf ein relativ großes Projekt mit über 5000 Quadratmeter BGF im Ministerium in Riad gegangen als Pilotprojekt, weil im Ausland
die Terminpläne in der Regel ohnehin purzeln, aber wegen der Auftraggeber. Es war nicht vertraglich bindend vereinbart und wir hatten einen relativ orthogonalen Grundriss, der vorgegeben war durch den Masterplan. Insofern sind wir gleich mit dem großen Projekt gestartet, weil aus meiner Sicht der Lerneffekt größer ist, ja, wenn man ein scharf geschaltetes Projekt, mit dem man dann auch ein Honorar generieren kann, zum Pilotprojekt macht, als mit so einer Nummer, wie teilweise praktiziert. Traditionelle Planung wird irgendwie gespiegelt in BIM. Ja. Da glaubt doch kein Mensch, dass da die wesentlichen Erkenntnisse bei raus. Also anders ausgedrückt, ich glaube es nicht. Ja. Was andere denken, ist ja Ihnen vorbehalten. Das heißt, 2015 haben wir die Pilotphase beendet. Wir haben mit den Bürobauten gestartet oder sind mit denen gestartet, weil das mein sozusagen Verantwortungsbereich war, ja, und weil dort auch die Mitarbeiter waren, die insgesamt etwas ja, mehr Pioniergeist hatten, und haben dann Anfang 2016 auf das komplette Büro im Hochbauplanungsbereich ausgerollt, also inklusive Wohnungsbau, von denen wir auch sehr viel machen. Aber die konnten erst einsteigen, nachdem wir alle Standards und auch Dokumentationen erarbeitet hatten, ja, weil die hatten diesen Pioniergeist nicht, die wären überfordert gewesen. Das heißt aber auch, seit Anfang 2016 plant das Büro ASMP alle Architekturprojekte modellbasiert, sowohl im Bürobau als auch im Wohnungsbau und was wir sonst noch so machen. Ein Bahnhof am Flughafen, es ist alles BIM und es ist alles 3D, es ist alles Revit-basiert. Ja. Ich bin froh, dass ich trotzdem hier sprechen darf. Irgendwann muss ich mich ja outen. Aber wir haben insgesamt einen offenen Planungsansatz und wir hatten auch noch kein Closed-BIM-Projekt. Gut, was die Bundesregierung dann nebenher macht mit 2020-Stufenplan, so, das setze ich als bekannt voraus. Für jemanden wie mich geht das alles viel zu langsam. Ja, und ich halte das Niveau, was in 2020 gefordert wird, auch für überschaubar. Das heißt also, es ist ja nicht verboten, schneller zu sein, und das versuchen wir, ohne das Ganze zu überdrehen. Das ist ein Beispiel des Projekts in Riad. Da haben wir einen Gerichtskomplex gemacht. Das habe ich auch selber betreut damals. Da hatten wir eine Fassade, die zunächst mal nicht Aufschluss darüber gab, auf den ersten Blick, wie viele unterschiedliche Elemente und welche Anzahl der unterschiedlichen Elemente vorhanden sind. Das ist aber durchaus kalkulationsrelevant. Das weiß ich auch als planender Architekt. Insofern haben wir damals das Gleiche, was wir, also das ist ein 2D-Link, ne, über Access, dann in Excel. Haben wir eine Liste erzeugt mit den gleichen Tools, wie wir auch Flächen- und Türlisten machen, als Anwendung für Ausschreibungsunterlagen letztendlich. Ja, und so sieht das Ganze dann gebaut aus. In Riad ist es ein bisschen wärmer als hier. Insofern ist die Sonne nicht unbedingt der Freund. Ja, und das prägt natürlich auch die Architektur. Es ist aber ein Beispiel, was ich zeigen wollte. Ja, das ist um die Verknüpfung geometrischer und letztlich auch alphanumerischer Informationen geht. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, bis zu welchem Grad und bis zu welchem LOD ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, ist aus meiner Sicht nicht besonders relevant. Gut, kurz zum Modellbegriff. Ich gucke mal auf die Uhr. Wann habe ich eigentlich angefangen? Um 5 nach. Ja, ich glaube, es war 10 nach. Egal. Also, was beim Modell wichtig ist, ja, dass es eine Abstraktion ist. Erst digital und dann real bauen, das ist ein hehrer Wunsch. Ist im Moment, kann man sich das komplett abschminken. Ja, damit müssen wir gar nicht erst ins Rennen gehen. Das Thema Digital Twin, ja, ist ja ein netter und schmissiger Begriff, ja, aber dass bis in den hintersten Winkel modelliert werden muss, sehe ich auch nicht, ja, wenn ich vom Ergebnis her denke. Das heißt also, nur 2 von insgesamt 10 Modellierleitsätzen da oben. Wir modellieren so, wie gebaut wird. Wir modellieren nur so detailliert wie nötig. Das ist ungefähr im Maßstab 1 zu 50. Also was ich im 50. nicht darstelle als Linie früher, das modellieren wir auch nicht. Wir modellieren auch keine Fliesen. Ja, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn man sich klar macht, dass es sowas wie Bautoleranzen gibt. Das heißt, einen Modellierleitsatz, den wollte ich noch kurz erwähnen, wir modellieren geschossweise, weil wir den Anspruch haben, dass unsere Modelle in der Realisierungsphase genutzt werden können und dass sie auch als Kalkulationsgrundlage für ausführende Firmen dienen können. Und
Das heißt, im eigentlichen Planungsprozess nehmen wir etwas mehr Aufwand in Kauf, ja, weil wir tatsächlich geschossweise modellieren und elementiert auch Fassaden modellieren. Das gibt aber eine wesentlich bessere Grundlage für die Verknüpfung mit Terminplänen, für die Kalkulation einer Baufirma und für die Erstellung einer Ausschreibung. Das ist der Grund, warum wir das machen. Die grundsätzlich zum Digital Twin, ja, nur so viel, wir machen das Ganze ja nicht zum Selbstzweck, also wir als A&P, sondern wir haben ein Werk zu liefern. Ein Zwischenschritt zu diesem Werk ist sozusagen die Planung, aber das Gesamtwerk ist in der Regel das gebaute Haus. Und von dem aus denken wir zurück und versuchen auch mit dem Werkzeug oder mit der Methode BIM so umzugehen, ja, dass wir möglichst gut und risikoarm und seriös das Gesamtprojektziel erreichen. Das Gesamtprojektziel lautet in der Regel nicht, ein möglichst detailliertes Modell zu erzeugen, sondern innerhalb der Kosten der Termine ein Haus zu bauen. Gut, was ich spannend fand, ich habe vor einer Woche ungefähr von dieser Studie in der Zeitung gelesen. Ja, das heißt, was sind Ihrer Meinung nach die größten Unternehmen in Ihrem Unternehmen bei der digitalen Transformation? Man muss dazu sagen, ja, es ist im Kleingedruckten steht, das Großunternehmen waren ab 250 Millionen Jahresumsatz, also davon sind auch wir ein gutes Stück entfernt mit unseren 200 Leuten. Was ich aber bemerkenswert fand, ja, ist, dass da oben, das kann man relativ gut lesen, Verteidigung bestehender Strukturen, das heißt, wenn Sie eine Implementierung oder eine Umstellung einer Planungsmethode machen oder was auch immer Sie an Veränderungsprozess anstoßen, und erst recht, wenn Sie verantwortlich dafür sind, nehmen Sie die Leute mit, frühzeitig und überzeugen Sie Ihren Chef. Ja, meistens kommt es ja nicht aus der Chefebene, ja, manchmal schon, aber ganz oft nicht. Wenn der Chef nicht dahinter steht, können Sie es vergessen. Ja, wenn Sie nicht einen Großteil der Mitarbeiter davon überzeugen, dass der jeweils Einzelne mindestens einen Vorteil davon hat, können Sie es auch vergessen. Ohne Mitarbeiter kriegen Sie die Änderung auch nicht hin. Ich würde immer auch eine externe Beratung hinzuziehen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben mehrfach gewechselt. Ich möchte nicht sagen, wir haben einige verschlissen. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht. Ja, und wir sind im Moment aufgrund der Erfahrungen mit dieser Implementierung natürlich auch in der Lage, fundiert zu berichten, was bei so einer Implementierung zu beachten ist. Ja, wie gesagt, immer aus unserem Blickwinkel. Okay, bezüglich der Anwendungsfälle ist wichtig, ja, dass wir dadurch, dass wir immer modellbasiert arbeiten, ja, haben wir die Standardanwendungsfälle, ja, was wir als Grundleistung ohnehin durch die HAI schulden. Das sind in der Regel Pläne, Listen, Visualisierungen mehr oder weniger. Ja. Das heißt, die Standardanwendungsfälle sind sozusagen innerhalb des HAI-Honorars abgedeckt. Da diskutieren wir auch nicht. Ja. Mir kann ja keiner vorschreiben, mit welchem Werkzeug ich das Ergebnis produziere. Ja. Dass die HAI methodenneutral ist, hat sich mittlerweile, glaube ich, auch rumgesprochen. Insofern halten wir das für den richtigen Weg. Wir bauen ein Modell, egal ob BIM bei uns beauftragt ist oder nicht. Aus dem Modell können wir natürlich noch eine ganze Menge zusätzlich ableiten, ja, was dann möglicherweise einfach, wo man dann über das Honorar sprechen muss, ja, weil dadurch auch vermarktungstechnisch oder sonst wie ein Mehrwert generiert wird. Ja, und das ist einfach Teil der digitalen Wertschöpfung, ja, dass man diesen Mehrwert generiert mit Mitteln, die man ohnehin schon hat und dass das dann aber dem jeweiligen Vertragspartner auch was wert sein kann. Ja, das heißt, das ist im Prinzip die Idee, die dahinter steckt. Was im Wesentlichen auch dahinter steckt, ist, dass wir die Koordination der Fachgewerke als ein wesentliches Hemmnis für eine störungsfreie Bauausführung identifiziert haben. Das ist ja was, das hat selbst die Reformkommission herausgefunden. Insofern ist das ja kein Geheimnis, aber das heißt, es macht unglaublich viel Sinn, ja, im Sinne des Gesamtprojekts. Und da sitzen wir als Architekt nun mal in einer Rolle in dem Boot, ja, die immer auch zumindest eine Teilschuld beinhaltet, wenn es in die Hose geht, dass wir sagen, eine Risikominimierung durch eine bessere und qualifiziertere Koordination, die stattfindet, bevor auf der Baustelle ein Behinderungssachverhalt zutage tritt, ist ganz, ganz viel wert. Das ist für uns auch ein Standardanwendungsfall.
Schlitz- und Durchbruchsplanung ist sowas, jeder, der mal Ausführungsplanung gemacht hat, weiß, wie nervenaufreibend das ist. Wenn man das im Prozess straffen kann, ja, dann macht es mehr Spaß für alle Leute. Und darum geht es auch. Ja? Also ich habe echt keine Lust, die zweite Hälfte meines Berufslebens mit einer Tätigkeit zu verbringen, ja, wo ich mich jeden Morgen hinquälen muss. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Modell öffne. Und ich hoffe, dass das auch die Mitarbeiter empfinden. Ja? Wenn sie ein Modell bearbeiten, ja, dann ist sozusagen die Identifikation mit dem Endprodukt größer. Und das gilt auch für das Projektteam. Ja? Das ist ein ganz wesentlicher Mehrwert, den ich sehe. So haben wir bei der EZB Pläne geprüft. Ja? Das ist ein Lüftungsplan im Bereich der Essensausgabe, Kantine. 2D-PDFs, gewerkeweise Betrachtung. Ja? Wenn die Werkmontageplanung der TGA-Gewerke beginnt, dann ist in der Regel Ende mit gewerkeübergreifender Betrachtung. Ja? Das heißt also, dann ist die nächste gewerkeübergreifende Betrachtung der Bau. Und das ist ganz schlecht, wenn es da in die Hose geht. Ja, teurer kann es nicht mehr werden. Und Terminverzug zahlt auch keine Haftpflicht. Das heißt also, so ungefähr kann man das heute machen. Wir setzen auch Solipri ein, wir arbeiten noch mit Navisworks. Ich bemühe mich, alle wesentlichen Produkte zu nennen. Ich glaube, ich hatte schon gesagt, dass Vectorworks von unseren Stadtplanern eingesetzt wird. Wir haben auch Esri und noch ganz viel mehr. Ja, SketchUp, was man halt so braucht. Was aber wichtig ist, ist, wir haben automatische Kollisionsprüfungen. Ja, super. Ja, wenn ich das mal in großen Projekten mache, dann habe ich 10.000 Kollisionen. Und dann kenne ich Großprojekte im Rhein-Main-Gebiet, wo dann gesagt, das ist so viel, da gehen wir gar nicht ran. Da sage ich, ja klar, ist ja auch viel sinnvoller, das auf der Baustelle zu lösen. Ja? Das heißt aber, das Filtern ist die eigentliche ingenieurtechnische Leistung. Ja? Und wer sich 5 bis 10 Zahlen merken kann, ja, der kann als erfahrener Planer eine ganze Menge Informationen aus dem Solipri-Modell ziehen. Ich muss nur auf 0 drücken, dann habe ich einen dynamischen Schnitt. Ja, das kriegt jeder auf die Reihe, ja, der bis 3 zählen kann. Das sind ja die meisten Ingenieure. Das heißt also, ich habe auch immer eine ingenieurtechnische Kontrolle und den ingenieurtechnischen Filter, weil ich ansonsten den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe bei einer Kollisionsprüfung. Ich hatte dem Herrn Wölfle versprochen, mindestens einen Open-BIM-Prozess zu zeigen. Ja, das ist jetzt sozusagen die Folie dazu. Ich habe es Mixed Open BIM genannt, ja, weil ich die Diskussion Open BIM, Closed BIM, Big Open BIM, Mini Closed BIM, was weiß ich, ja, das ist nicht meine Welt. Ja, das interessiert mich auch nicht. Ich will ein Ergebnis erzielen und das möglichst seriös in einer guten Qualität. Und da bin ich auch sehr pragmatisch, ja, also ich persönlich sowieso, aber wir auch bei ASMP. Das heißt, wir haben ein Projekt in Heidelberg, da arbeitet der TGA-Planer auf Revit-Basis, das heißt, Datenaustausch ist nativ. Ja, also wir konvertieren nicht ohne Not. Ja, also so weit geht die Liebe dann doch nicht. Und prüfen dann, also haben eine Durchbruchsfamilie, die wir im TGA-Planer zur Verfügung stellen. Der bearbeitet die, schickt die uns zurück, wir integrieren die in unser Modell, prüfen das mit Navisworks. Ja, und dann kriegt es irgendwann der Tragwerksplaner und der arbeitet mit Allplan. Ja, und dann wechselt es sozusagen in den Open-BIM-Prozess, ja, das Ganze auch BCF-Dateien unterstützt. Und am Ende haben wir ein Solipri-Modell, wo wir dann die unterschiedlichen Architekturstände, aber natürlich auch das Tragwerksplanungsmodell, was Allplan basiert, ist abgleichen mit dem Architektur- oder Objektplanungsmodell. Und das Ganze ist dann natürlich im Endergebnis ein Rohbauplan im Revit erzeugt. Ja, also Mixed Open BIM, was Besseres ist mir nicht eingefallen. Ja, ich mag diese Diskussion nicht. Wir sollten uns auf die Inhalte konzentrieren und nicht auf die Begrifflichkeiten. RIB habe ich noch nicht erwähnt. Wir arbeiten mit i2. Mehr möchte ich dazu im Moment noch nicht sagen. Wir haben aber auch die DIN dritte Ebene 276 in die Revit-Modelle integriert und mit einem Plugin von Mensch und Maschine können wir das in Excel auslesen. Das heißt also, wir sind auch in der Lage, aus einem Planungsmodell Kosten zu generieren, ohne den Umweg über eine Ausschreibungssoftware zu gehen, was ja auch so seine Tücken hat. Das ist, wie gesagt, der Vollständigkeit halber. Ja, mit dem i2 habe ich dann 2 Modelle während der Ausführungsphase. Das halte ich für ein großes Problem, weil ich ein großer Fan von nicht redundanten Daten bin.
In der Übersicht dargestellt haben wir das Thema in der Planung, habe ich sozusagen, ich habe die Fachmodelle, ich habe ein Koordinationsmodell, wirklich stark vereinfacht, alles gut. Das ist auch einigermaßen kongruent, prima. Hier habe ich zwei Modelle, ja, ich muss das Planungsmodell fortschreiben, weil ich nach Hawaii in der 5 die Planung fortschreiben muss, ja, während der Ausführung, was ja auch Sinn macht. Und habe aber gleichzeitig das Realisierungsmodell. Das bedingt eine regelmäßige Synchronisierung und das ist nicht so ganz ohne. Ja? Das heißt, ich habe wieder zwei Quellen, die potenziell widersprüchlich sind. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Insofern, dafür haben wir noch nicht die finale Lösung. Ich zeige gleich noch, dass wir im Navisworks Terminplan mit dem Planungsmodell verknüpft haben. Aus meiner Sicht, aber da bin ich auch selber am Anfang, ist das Dokumentationsmodell abgespeckt die Basis für ein mögliches FM-Modell. Noch 10 Minuten dahinter. Ja, so, das heißt im Nevis verknüpft was mit dem Terminplan. Ja, da sieht man es, das ist ein Rohbaumodell, 12 Betonierabschnitte pro Geschoss. Das kann man dann abspielen. Ja, man kann auch sagen, am Tag X ja, soll der Fassadenbauer anfangen und dann kann ich gucken, wie weit ist der Rohbau. Damit kann man ganz viel machen. Das ist jetzt dargestellt. Entsprechend die Betonierabschnitte im Modell, weil Soll-Ist-Vergleich immer auch ganz wesentlicher Aspekt sind bei der Bauausführung, dass man Modelle begehen kann, teilweise mit Enscape mittlerweile auch die Planungsmodelle, dürfte sich auch umgesprochen haben. Aus meiner Sicht profitiert der Auftraggeber am meisten von der Arbeitsmethode, weil sie Transparenz bietet. Ich kann aber auch verstehen, dass der eine oder andere Kollege es im Moment nicht fördert, ja, weil wir in einer Phase sind, wo alle Büros, die ich kenne, am Anschlag arbeiten, ja, und möglicherweise dann die eigene Leistung oder auch die eigene nicht optimale Leistung dann relativ früh augenscheinlich wird. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, das steht in Dreieich, wo man sehen kann, man kann auch mit BIM ein Haus bauen. Ja. Wir machen dann natürlich auch, weil wir sonst keinen Spaß haben, so Überlagerungen aus der Webcam und dem Planungsmodell. Ja, das ist jetzt das Tragwerksplanungsmodell gewesen. So sieht das Ganze aus. So sah es im letzten Sommer aus. Mittlerweile ist so gut wie fertig, aber das Foto hier ist einfach besser. Ja. Zusammengefasst kann man sagen, BIMs Primkanal Heilmittel, ja, aber hoffentlich ja, hat es eine große Zukunft. Ich wünsche mir das. Ja, und habe mein ganz persönliches BIM-Fazit, die BIM-Bilanz, die ziehe ich noch in einer Minute, ja, und dann bin ich durch. Es ist definitiv kein Allheilmittel, ja. Es gibt genug Projekte, die gescheitert sind, wo es ein Modell gab und umgekehrt. Die EZB hatte kein Modell, ist trotzdem nicht krachend gescheitert, ja. Also insofern ist es kein Modellieren Maßstab 1:1. 30% billiger und 40% schneller, wenn einer weiß, wie das geht, ja, ich lasse meine Karte hier. Ja, das würde mich wirklich interessieren, dann wäre ich gerettet für die nächste Zukunft. Es ist nicht alle zusammen parallel arbeiten in der Cloud, zumindest aus meiner Sicht nicht. Was ich aber auch gut finde, selbst wenn das technisch gehen würde, wäre es nicht sinnvoll. Und dass es Hawaii-konform ist, wissen wir auch. Was BIM kann, wissen, glaube ich, die Anwesenden hier, beziehungsweise haben zumindest eine Idee davon. Ja. Aber was ganz wesentlich ist, und das sage ich jetzt nicht, weil ich weiß, wo ich hier spreche und eingeladen bin. Das ist auch keine Höflichkeit, ich werde nicht bezahlt dafür. BIM ist offen. Ein komplettes Closed BIM über alle Beteiligten kriegt man ohnehin nicht hin. Ja. Und deswegen ist die Entwicklung, auch Weiterentwicklung der Schnittstellen ganz, ganz wichtig. Und das ist vielleicht, würde ich sagen, ein passendes Schlusswort für die heutige Veranstaltung. Ja. Und aus meiner Sicht könnte es jetzt so langsam mal mit mehr Tempo losgehen. Aber ja, mir geht meistens alles zu langsam. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.